Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Lobby Simulator 2017 mit der Sunny. Und mir, wie hieß ich nochmal, genau, Steve. So. Wie ist Bill? Mr. Competent. Herrlich. Was hast du denn da Schönes in der Hand? Das verrate ich nicht. Das siehst du dann. Okay, dann mache ich jetzt bereit. Beleidigt. Nein. Ich kann mich nicht entscheiden. Nee, was ist denn das Problem? Blutpunkte oder alle gemeinsam oder Erntedankfest oder... Hm. Noch einfach ein Happy Meal und dann ist gut. Da ist alles drin. Nee. Doch. Du hast doch bestimmt wieder hässliches Mund. Nein, aber ich kann mal gucken, ob ich das habe. Wehe dir. Was, wieso? Ich wollte mal Licht ins Dunkle bringen. Mhm. Uns quasi erleuchten. Ich merke, du bist nicht gerade begeistert. Ich bin extrem begeistert. Ja, das hört man heraus. Ich überlege nur gleichzeitig, wie ich mich rächen kann. Nein. Rache ist keine Lösung. Es ist ein primitives Mittel und hat in der Neuzeit wie dieser nichts zu suchen. So. Ja, ja. Vernünftige Menschen. Was? Ich finde das Knistern von dem Lagerfeuer ziemlich beruhigend. Das ist so ein. Das könnte man zum Einschlafen ganz gut benutzen. Und dann dazwischen einfach so Michael Myers Sequenz oder irgendwie. Ja, oder das Rumgeschrei von Nea oder irgendwie so. Das hat's dir angetan, ne? Ja, also wenn man audiovisuellen Porno hören möchte, dann ist Nea, eine verletzte Nea, glaube ich, eine gute Alternative. Das ist so komisch einfach. Das ist in der Tat etwas komisch. Und warum hast du das Feuer so unordentlich gemacht? Was ist denn da los? Nee, hätte ich das Feuer gemacht, dann würden diese ganzen Baumstämme da symmetrisch legen. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Das sieht ja aus. Ja, ich glaube, das war ich nicht. Hm, ich glaube auch. Das war der Geist und der hat da nicht so das Gefühl für. Ja, ja. Dem war es eine Glocke im Weg. Deine Folgen werden jetzt einfach 40 Minuten lang. 38 Minuten Lobby und 2 Minuten Spiel. Ja, das war. Ich finde das super. Kannst du alle Weltthemen mal auspacken? Ja, irgendwas hatte ich vorhin, was ich noch weiter thematisieren wollte, aber irgendwie habe ich das jetzt vergessen. Erinner dich. Ja, ich versuch's. Los! Achso, ja genau, wir waren ja am Ende unserer DLC-Politik. Stimmt. Und da wollte ich einfach nur als Ergänzung sagen, dass jeder selbst wissen muss, für was er Geld ausgibt. Das stimmt. Weil ganz extrem sind da die Leute, das hat jetzt zwar wenig mit der DLC-Politik zu tun, aber ganz extrem sind da die Leute in CSGO, die sich ihre Waffenskins da kaufen, die teilweise bis an die 100 Euro oder noch viel teurer gehen in der Preiszone. Einfach nur, einfach nur damit die Waffe schön aussieht, aber wie gesagt, das... Optischer Effekt, oder? Ja, das ist einfach nur die Optik der Waffe. Aber gut, ne, wenn man es kann und wenn man das für sich so rechtfertigen kann. Ich weiß nicht, wenn ich beispielsweise 100 Euro für einen Skin ausgeben würde, ich glaube, ich würde mich richtig schlecht fühlen. Ja gut, aber ich glaube, jeder hat da so sein Ding, wo halt gerne Geld reinsteckt. Ja, ich sag ja nichts gegen diese Leute. Das ist, ich könnte es für mich selber nicht rechtfertigen. Aber ich meine, so jemand hat halt seine Modelleisenbahn, der nächste Plüschtiere und
irgendwie hat wahrscheinlich jeder so seins. Eine Modelleisenbahn hatte ich auch mal. Was wirklich eine Katastrophe ist, ist der die Halle in der Gamescom, wo du Sachen kaufen kannst. Aber ist so verloren einfach. Echt so krass. So viele Plüschtiere. Oh je. Yeah. Das ist echt, ich bin da nicht vorgefeilt, leider. Das ist. Dann geht da, weißt du, wenn dann so ein armer Mensch wie ich da reingeht, der wirklich schon fast gar kein Geld hat und immer am Limit kratzt, ich glaube, der. Da geht's dann danach auch wieder zum Baumarkt mit dem Haken und dem Seil. Warum gehst du immer zum Baumarkt? Was soll das? Ja, wenn ich schon Abgang mache, möchte ich die Wirtschaft nochmal ein bisschen ankurbeln. Nee, das ist eine scheiß Idee. Ja, das stimmt. Ich will auch noch wissen, was das tolle Spiel in Zukunft rauskommt. Toll, wenn das der einzige Grund ist. Das begründet meine Existenz. Wow. Der Hammer einfach. Nein, aber es gibt ja auch Leute, die sparen. Die sparen ein ganzes Jahr auf die Gamescom. Genauso wie sie an ihrem Kostüm sitzen für Gamescom oder für... Da kann ja genauso viel Ausdauer und Arbeit dahinter stecken. Ja, um Gottes Willen. Das, ich finde es auch genial, wenn sich Leute halt wirklich Mühe bei ihren Kostümen geben, wie genial das teilweise aussieht. Ich meine, bei meinem Talent, da wollen wir mal nicht anfangen. Ne? Ich bring's dir bei. Mein letztes Kostüm war einfach nur irgendeine weiße Bettdecke, die ich mir über den Kopf gezogen habe, mit zwei Löchern drin, und ich war das Gespenst. Das war mein letztes Kostüm. Nein, wenn du Spaß gehabt hast, dann... Nein, nicht wirklich, es war auch ein bisschen gezwungen, aber es ist jetzt auch schon sehr lange her. Wie gezwungen? Ja, eigentlich hatte ich keine Lust. Kleidest du dich nicht gern? Das kommt drauf an. Wenn ich ein cooles Kostüm habe, dann gerne, aber... Also als Joker schon. Ja. Ja, das müsste ich... Das, wenn, dann das nächste Mal dann als Joker. Dann kann ich meine Meise wenigstens freien Lauf lassen. Oh Gott. Das ist dann geil, so in der Verwahrungszelle, Ausnüchterungszelle, wo auch immer. Das ist dann bestimmt ein ziemlich cooler Anblick. Gehst du dann so in die Schule? Ich glaube, das ist dann zu viel des Guten. Ich glaube, du machst zwei Kostüme. Einmal Joker und einmal Junkrat. Mit seinen Bomben. Ja, wobei, da werde ich dann mal gleich angesprochen, warum ich so eine komische Figur von Jim Carrey mir als Kostüm genommen habe. Der hat einfach die gleichen Gesichtszüge. Das ist immer, wenn ich den Verrückten sehe, das ist furchtbar. Also du kommst nur auf die Kostüme an, ob du dich gerne verkleidest? Ja, ich meine, sollte man sich nicht schon wohlfühlen in seiner Haut, beziehungsweise das Kostüm ist ja dann quasi deine Haut und... Weiß nicht. Ja, das schon, aber... Ist es abhängig davon, ob ja, man sich gerne verkleidet oder nicht? Für mich schon. Also wenn ich mich jetzt als Princess Bubblegum kleiden müsste... Ja gut, ich glaube, das würde ich dann so feiern, dass ich da auch noch Spaß hätte, weil es einfach zu krank ist. Das würde wieder zu deiner Meise passen. Ja, das würde mich super ergänzen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen so ein kleiner Muffel. Also dich muss man anpieksen und mitzerren. Ja, man muss mich motivieren. Du kommst jetzt mit. Na, mit den richtigen Leuten macht das, glaube ich, auch nochmal was anderes aus. Ich meine, guck mal, das, wo ich mich da ein bisschen zu zwingen lassen musste, das war immer noch in der Zeit weiter südlich. Und, naja, was soll man sagen, wenn man quasi Außenseiter ist und halb ausgestoßen, dann, naja, was soll man da machen?
eine Gruppe wählen? So viele andere gab's nicht. Und Facebook gab's so derzeit auch nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das war so schön. Ich war sehr, sehr, sehr lange. Tatsächlich, ich bin so eine Überspäteinsteigerin. Ich kann dir ja mal eine Freundschaftsanfrage schicken. Aber ich glaube, das ist nicht gut für dich, weil mein Profil, das ist nicht gerade sehr gepflegt. Ich habe kein Bild drin, ich habe irgendwie gar nichts drin. Mein bester Freund, der hat erstmal irgendein ganz komisches altes Bild von mir dann noch reingeteilt. Sieht das richtig behindert aus? Wie wär's, wenn du das mal änderst, hm? Nee, ich weiß nicht, ich hab keinen Bock mehr, irgendwie Zeit in Facebook zu investieren. Dann schneide ich mir lieber die Fußnägel und knallt mir dabei in den Zeh, das macht mir mehr Spaß. Oh Gott. Als Zeit mit Facebook zu verbringen. Manchmal mache ich mir echt Sorgen. Was, süß. Nur weil man eine Meise hat, heißt das nicht, dass man sie überall rauslässt. Ja doch, ich habe ja nicht nur einen Vogel, sondern ich habe gleich einen ganzen Käfig voller Vögel. Schön. Ja, ne? Wie spät das jetzt kommt. Ich war gar konzentriert, ich musste auf nicht bereit klicken und dann abwarten, um wieder auf bereit zu klicken. Das hat jetzt alle Aufmerksamkeit erfordert. Du hast genauso geguckt wie Dwight. Nee, so gucke ich. Nee, also um so zu gucken, da brauchst du ein bisschen. Nein, ich muss mir angewöhnen zu gucken wie der Italiener. Dieses Grinsen, dieses Permanente. Und dann setze ich mich so auf den Kinderspielplatz. Du bist geliebt, abgöttisch. Oh ja. Wenn dann so nach einer halben Stunde eine Polizeistreife regelmäßig vorbeifährt, weiß ich Bescheid. Sag mal, geht's hier auch noch los oder eher nicht? Wir sind jetzt 12,5 Minuten in der Arabie, wir müssen erst 20. Oh, Moment. Nee, jetzt geht's los. Ich bin da und du? Ist die Lobby voll? Moment, bist du in der Lobby? Stopp, ich bin da. Du bist da, okay. Kitty Flakes und Kale. Ja, ne? Dann geht's los. Können wir mal sehen, wie schnell das geht. Ja, schon sind wir im Spiel. Dann geht's rund. Und aber jemand gütig. Um Briefumschlag. Warst du das? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine Opfergabe drin hatte. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich eine Opfergabe drin hatte. Was? Das erinnert mich an was. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, ist das mein hellstes Moment? Ja, das hast du aber ziemlich gut gemacht. Also. Ja, vor allem deine Selbstzweifel, dann konnte ich es wirklich voll auf dich schieben. Ja, auf dich wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich war mir halt echt nicht sicher. Wieso, wie? Du weißt nicht, was du drin hast. So voll übertrieben. Furchtbar. Ich sag doch immer diese Intrigen hier. Gar keine Intrigen. Doch. Ich habe mich nur gerecht. Ich bin einsam und alle. Für was denn? Ich bin doch mal ganz lieb und sozial und so. Mhm. Du weißt, dass das dokumentiert ist mit deinem hellsten Mondlicht. Nein. Wo ist das bitte dokumentiert? Hilfe. Wie Hilfe? Wen haben wir denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich sehe hier zwei Plan. Leute, die hier wild rumlaufen, ohne einen Plan. Ih, wir haben die Kacke, Oma. Schreck mich doch nicht so. Hey, was denn? Wollte ich mal vorwarnen. Ich bin übrigens rechts von dir. Ich hab... Und ich fühle mich hier gerade nicht wohl. Das war knapp.
Für Kayla hat es leider nicht gereicht. Moment. Randale auf der anderen Seite. Ach, Dreck. Ah, oh, die Bälle haben nicht gezündet, Mann. Wie gemein. Könntest du vielleicht aufhören, dich selber zu befreien? Ich war, was macht dir denn so einen Stress? Einfach mal warten. Oh Gott, ich geh sie retten. Achso, du bist auch schon da, okay. Ich wäre jetzt auch da gewesen. Ja, das ist doch nicht wahr. Hallo. Ja, servus. Neben dir geht voll die Action ab. Ja, irgendeiner muss ja für den technischen Fortschritt zuständig sein. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ja, wir ziehen es durch. Bam. Warum befreien die Leute sich selber? Ich meine, es gab jetzt doch überhaupt keinen Grund dafür. Nein. Weil, so wie ich das gesehen habe, war sie jetzt nicht am Campen. Sie hat zwar da ihr komisches Arctic-Zeichen da in die Erde gekritzelt, aber ansonsten. Ach, danke, Claudette. Schon wieder. Was ist denn los? Déjà vu. Bist du am Generator? Ich bin an einem Generator. Ich war auch mal. Ich verstehe. Ich sehe dich sogar oben. Du bist oben im Haus. Ja, ich habe jetzt mal Platz gewechselt. Ja, Claudette, oh mein Gott. Ja. Ist das jetzt nicht dein Ernst? Das ist doch jetzt nicht die Possibility. Wusch, weg. Ich verstehe schon, dass Claudette so Empathie hat und so, aber ist vielleicht ein bisschen viel. Ich habe fertig. Ich habe auch gleich fertig. Und die Dings auch. Ja, ich gehe mal in die Nähe. Okay. Ha. Versuche ich mal einen Generator zu machen. Jetzt macht die da ja. Wieso will sie mich nicht? Nimm mich! Du bist nicht ihr Typ. Das gibt's nicht, ich bin jung und frisch. Nimm mein Fleisch. Ich will dich doch. Dein knackigen Saftpo. Komm her jetzt. Überfordert. Ah, noch ein Baum. Wo kommen denn die ganzen Bäume hierher? Ah! Oh mein Gott. Gar nicht nervig. Lol. Wo bin ich? Lol. Guck mal, wo ich bin.
Ich bin draußen. Probleme. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin außerhalb der Map. Ich bin hinter dem Zaun. Was? Ja. Kannst du mal bitte wieder zurückkommen? Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich komme ich jetzt nur durch den Ausgang wieder rein. Ja, das kann natürlich geil. Sein. Das sieht voll nice aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Vor allem, was soll ich machen, wenn ihr verkackt? Das finde ich jetzt ein bisschen uncool. Ja gut, dann heile ich mich erstmal selbst, ne? Siehst du mich? Ich bin der sich gerade selbst heilt hier hinten. Ich bin jetzt vor dem Tor, also auf einer anderen Seite. Das will ich unbedingt sehen. Geh weg. Ja, super. Hey, was mache ich denn jetzt hier? Und ich hänge jetzt? Ja, okay. Du bist entkommen? Ja gut, ich wollte ans Tor gehen und gucken, ob ich vielleicht von da wieder rein kann, aber ich bin dann kommen. Wie, du bist entkommen? Na, ich bin dann kommen. Soll ich wahrscheinlich erstmal gleich reportet, weil ich irgendwie gescheatet habe oder so. Naja, du kannst natürlich theoretisch entkommen durch die Luke. Ja. Mit dem Schlüssel schon vorher. Aber es sah jetzt alles ein bisschen crazy aus. Vor allem, ich hab mich frei gewickelt und glitsche erstmal irgendwo hinter die Mauer. Vor allem, du bist einfach so geswitcht irgendwie. Ich war selber ein bisschen perplex. Was hatten sie für Perks? Sie hat Fluch, das dritte Siegel. 1. Ja, mehr hat sie nicht. Das habe ich kaputt gemacht. Aber es kann nicht sein, sie muss noch irgendwas haben. Weil Kitty Flex die Besessenheit hat. Ach so, okay. Deswegen, irgendwas muss sie da noch haben. Es wird nicht angezeigt. Oh. Claudette! Weißt du, warum ich hier hinkrieche? Ja, das ist. Ja, nee. Das war sehr gut. Ich versuche eigentlich eben erstmal. Ich habe die Luke gesehen, aber ich könnte jetzt nicht beschreiben, wo die ist. Ja, ich weiß, glaube ich, wo. Oje, oje. Oh, das sieht gut. Wie oft hin, Kitty? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einmal mindestens. Okay. Vielleicht. Du hast kein Medikit oder so, ne? Nein, ich hatte nichts. Ich bin arm. Ah, jetzt kann ich ja mal gucken. Ich hatte keine Opfergabe. Ah, der Umschlag kam von dir. Cool. Ja, aber nicht der grüne. Ja, aber der andere. Ich muss Kitty retten, es geht nicht an. Ist die Hexe noch bei dir? Nein. Sie kommt aber ganz verdächtig in deine Richtung. Ja. Okay. Ja, das reicht nicht. Weißt du, der König geht einfach.
Also ich weiß gar nicht, was ihr habt, das war voll easy, also... Lässt die Frauen zurück? Ja, einfache Runde, ganz entspannt. Oh, ich bin draußen. Ich war total verwirrt, ich habe keine Ahnung wie oder warum. Total komisch. Keine Frage? Wie keine Frage? Was gibt's denn hier zu fragen? Ja. Weiß nicht, vielleicht ist es ja ein Aktor. Schreibt der GG, wo der rausgeglitscht ist, weißt du? Unfassbar. Das war doch ein gutes Spiel. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Verrät. Was? Ja. Ich hab doch überhaupt nichts getan. Verräter! Ich wollte doch zurück zu euch. Ich kann doch nichts dafür, dass ich dann entkommen bin. Ich geh mal zum Tor. Oh, jetzt bin ich draußen. Also ich verstehe die Problematik jetzt überhaupt nicht. Ich verstehe auch vieles nicht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ne, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei dieser... Ja, ich würde jetzt auch Schluss machen. Doch interessante Runde. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt... ja, entkomme dem Killer ohne einen Tropfen Blut. Bis dann, haut da rein.